Vom 23.10.2019 bis zum 16.02.2020 ist die Ausstellung Making Van Gogh im Städelmuseum Frankfurt zu bewundern. Unzählig viele Menschen suchen diese Ausstellung auf, egal ob groß oder klein. Van Goghs Werke scheinen nicht nur Kunstinteressierte anzusprechen. Jeder will sie einmal sehen, die Werke des verrückten Genies. Allein ist man mit Van Goghs Werken also nicht. An Köpfen vorbei und durch Handybildschirmen hindurch erhascht man die ersten Blicke auf seine Gemälde. Doch mit etwas Zeit und Geduld kommt man nah genug an die Bilder, um jeden Pinselstrich einzeln zu sehen. Die Ausstellung zeigt uns, wie Vincent van Gogh zu der Legende geworden ist, die wir heute alle kennen. So wird sich nicht nur mit seiner Kunst, sondern auch mit seinem Leben und den Menschen darin beschäftigt. 600 Werke soll der in den Niederlanden geborene Künstler innerhalb von 10 Jahren gemalt haben. Mehr als 120 davon, darunter auch Zeichnungen auf Papier, werden im Städel ausgestellt. Anhand dieser Werke kann man sehr gut Van Goghs unterschiedliche Schaffensphasen erkennen. Aber nicht nur Van Goghs Werke werden in der Ausstellung gezeigt, sondern auch Werke jener, die er durch seine Kunst inspiriert hat. So gibt es zum Beispiel eine Wand voller unterschiedlicher Versionen seines Selbstporträts. Seine Kunst leitete die Moderne ein und inspiriert die Menschen noch heute.